Wir können natürlich spaßenshalber mal speichern und angreifen, gucken, was passiert. Vielleicht sind wir ja so immer, dass wir gewinnen. Speichern. Angriff. Schlacht beginnen. Wahrscheinlich werden uns schon allein die Verteidigung von dem Schloss niedermetzen. Ich schätze mal, der Bot wird tatsächlich die Verteidigung für sein Schloss bauen. Im Gegensatz zu mir, der eigentlich keine Verteidigung baut. Wo sind denn unsere... Sind unsere Bogenschützen nicht? Mich blind, oder? Fragezeichen, wo sind unsere Bogenschützen? Starte mal die Schlacht. Warum Riesensynergie? Wo sind unsere Bogenschützen? Sie sind gleich irgendwie dran. Was machen die denn da drin? Ich bin verwirrt. Ich bin enorm verwirrt. Was machen unsere Bogenschützen auf der gegnerischen Spielfeldseite? Was? 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 Mach mal Agony irgendwie da in die Menge. Hier, das sieht gut aus. Mal Agony da rein. Was? Verteidigt euch. Es ist so weird. Abwehren bitte. Minus 94. Okay. Ja, jetzt kommen die auch da hoch, um uns zu töten. Natürlich, wer hätte das erwartet. Agony räumt ordentlich auf bei denen auf der Seite. Letzte Gelegenheit für Heldenaktion. Ja. Dann hätte ich gerne auch Agony auf dem drauf, schätze ich. Und verteidigen bitte. Runde 3. Wenn unser Bogenschütze nicht auf der gegnerischen Spielfeldseite gewesen wäre, hätten wir vielleicht sogar eine Chance gehabt mit Agony. Kommen wir jetzt eigentlich nur so vor, da macht Agony dann mal wieder 0 bis 0 Schaden auf diese Einheit. Der hatte Agony auf sich drauf, oder? Agony macht Schaden, angeblich. Dauert 3 Runden, aber ich habe auch keinen Schaden gesehen an ihm. Agony. Auf den Kerl da vorne. Verteidigen. Und eine 4. Nimmst du Schaden? Fragezeichen. Du da, nimmst du Schaden? Wir werden es nicht rausfinden, denn ich darf keinen Zug mehr machen. Das ist so weird. Wollen wir erneut kämpfen? Kriege ich meinen Bogen? Hey, guck mal, mein Bogenschütze ist auf meiner Seite. Wow. What a concept. Geht mal hier irgendwie in die Ecken. Ich versuche das jetzt einfach nochmal und guck mal, was passiert. Spawnt einfach mein Bogenschütze auf der gegnerischen Spielfeldseite. Ich glaub's ja nicht. Jetzt könnte das natürlich mit Agony noch ein bisschen nervtötender werden, weil die jetzt nicht zusammenklumpen, um unsere Einheit anzugreifen, ist das Problem. Aber gucken wir mal, was passiert. Ihr seid ranged. Also wir müssen auf jeden Fall als allererstes hier Agony auf diese Truppe machen. Hier, viel Spaß damit. Agony. Dann fangen wir an, den da zu snipen. Vielleicht kriegen wir einen tatsächlich besiegt auf irgendeine Art und Weise. Troglodyt steht da unten nur, um sich zu verteidigen und Spaß zu haben. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, die beiden zusammenzustellen. Das Tor ist gefallen! Aber minus 9. So können wir auf jeden Fall ein paar Zauber fressen. Was generell nicht ganz so schlecht ist. Okay, die beiden sind tot. Perfekt. Dann können wir wieder Agony wirken. Dunkelzauber. Agonie. Lieber auf die beiden Kollegen.
Lieber erstmal auf den Baumgeist. Hier können wir zwei treffen. Dann haben wir auch noch einen Range-Typen rumstehen, der ein Problem sein könnte. Was ist die beste Wahl? Versuchen wir lieber den Range-Typen erstmal hier zu metzeln, falls Agony gegen den überhaupt Schaden macht. Ja, es steht zumindest da, dass es Schaden machen soll. Können wir 3 bis 6 mit töten, bringt aber nicht so wirklich was. Ich verteidige mich lieber. Aber minus 7. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es wird zumindest sehr eng werden, wenn das funktionieren sollte. Letzte Gelegenheit für Heldenaktion. Ah ja, Dunkelzauber. Mal Agony. Wir müssen den Kerl da unten loswerden, bevor der uns nochmal angreifen kann. Der Zap-Zauber bringt uns nämlich um. Ja, wir verlieren sowieso gegen diesen blöden Zap-Zauber. Mist. Ach, da vorne ist auch noch ein Nahkämpfer. Mist, den habe ich gar nicht gesehen. Ach, dann war es das sowieso. Kapitulieren. Wollt ihr kapitulieren oder fliehen? Eine Kapitulation kostet Lösegeld, aber ihr behaltet eure Armee. Pff, den Eindruck der Düten, das wäre ja geil. Fliehen. Erneut kämpfen. Ich möchte das nochmal versuchen. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Jetzt geht ihr beide mal nebeneinander. Schlacht beginnen. Ich will wissen, ob das hier irgendwie möglich ist. Ich meine, dieses Spiel gibt einem ja die ultimative Abuse-Fähigkeit mit dem Schlachtneustarten. Versuchen wir das einfach mal. Vielleicht klappen die auch ein bisschen mehr zusammen, wenn wir beide Einheiten zusammenstellen. Moralerhöhung ist ganz schlecht. Gott, minus 14. Irgendwen wegzusnipen ist völlig illusorisch. Zauberbuch, Dunkelzauber, Harmonie. Gehen wir auf die beiden. Macht tatsächlich Schaden. Macht angeblich tatsächlich Schaden. Okay. Naja, es funktioniert so nicht. Das funktioniert nicht. Erneut kämpfen. Vielleicht, wenn wir unsere Armeen mal hier unten in die Ecke reinstopfen. Tödliche Armeen besiegen macht keinen Spaß. Aber wenn es nicht bald funktioniert, dann werde ich einfach das Stadtportal einsetzen und abhauen. Also bringt ja nicht wirklich was sonst. Okay, okay. Die stehen zusammen. Baumgeist hat natürlich Moralerhöhung. Kannst du mich jetzt erreichen, Baumgeist? Ja, Baumgeist kann mich jetzt natürlich in der nächsten Runde erreichen. Das ist natürlich ganz schlecht für uns. Wenn wir irgendwie Pech haben, dann bringt das sowieso nichts. Wir müssen schon ultimatives Glück haben, wenn das hier funktionieren soll. Theoretisch haben wir Glück. Glück haben wir sogar geskillt. Genauso wie Moral. Baumriesensynergie. Ich finde schön, wie unterschiedlich immer die Schüsse von unseren Belagerungsdings da sind. Drei von den Troglodyten diesmal weg. Okay. Wie ist denn eigentlich deren Moral? 13 hoch. Unsere Moral ist 18 hoch. Okay, die Klingenkämpfer stehen da vorne auf jeden Fall erstmal an der Stelle, wo sie uns nichts tun können. In der ersten Runde müssen wir eigentlich sowieso die Range-Typen da oben loswerden. Tötet einen. Tötet zwei. Oh, Luckshot. Tötet drei. Habe ich gerade ernsthaft... Ach, ich... Das war dämlich. Das war dämlich.
Oh, man kann einige Cutscenes mit Escape wegdrücken, fällt mir gerade auf. Schauen wir nochmal. Das ist wie ein Duellrätsel. Weg, weg. Nur, dass es in diesem Rätsel ja pur um Glück geht, wenn wir das wirklich schaffen wollen. Minus 6, ne. Da können wir nämlich schon wieder kapitulieren, weil der kann deutlich, deutlich weniger Schaden mit dem Zauber machen, weil das dieser riesen Varianzzauber ist. Wenn wir so viele Leute direkt in der ersten Runde verlieren, dann war es das schon wieder für uns. Ach, ist das schwachsinnig, was wir hier gerade machen, ich weiß. Ihr seid übrigens nicht an der Reihe. Während wir nicht an der Reihe sind, können wir aus irgendeinem Grund nicht kapitulieren, um den Kampf neu zu starten. Wobei es halt einen neuen Starten-Button gibt, den ich immer benutzen kann. Weshalb es irgendwie schwachsinnig ist, dass es den sonst nicht gibt. Mal hier runter, beide zusammen. Okay, Cutscene weg, Cutscene weg. Baumriesensynergie. Der Drache haut da oben das Tor weg. Und 9 von den Bogenschützen weg. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Habe ich gerade keinen Vergleich. Ich glaube, wir bleiben erstmal gerade dabei, dass er das gemacht hat. Diese blöden Druiden, die gehen mir echt auf den Keks. 14 zusätzlich weg. Gehört. Ja, dann können wir jetzt nämlich erstmal wieder Agony benutzen. Natürlich, was auch sonst. Agony halt. Das tötet dann die beiden Typen da oben schon mal. Dann versuchen wir nach Möglichkeit mal Luckshot, den Typen da vorne hier zu schießen. Okay, einer tot. Minus 8, Rache der Natur. Hat gerade Glück gehabt und war nochmal dran. Dann können wir es ja schon wieder vergessen, oder? Verteidigen bitte, Runde 2. 82 auf das Tor. Grenische Held darf 4 zappen. 4 ist, glaube ich, schon wieder verdammt viel. Ich habe schon 3 zappen gesehen, was eher akzeptabel wäre. Okay, wir können zaubern. Dann Agonie bitte auf die beiden Kollegen. Das funktioniert. Erstmal ja. Erstmal ja. Es tötet immerhin einen davon. Ansonsten können wir uns noch verteidigen. Das bringt mir sowieso nichts. Dann töten wir zumindest einen davon. Und haben noch verbesserte Moral, womit wir noch einen töten können. Yay! 2 töten! Wahrscheinlich die Bogenschützen umnähen, war zu erwarten. Ich befürchte, jetzt werden wir gleich, egal was passiert, wieder von dem Helden niedergemetzelt. Minus 4. Ah, und da ist außerdem wieder Agony ausgebuggt, hat keinen Schaden gemacht, kann man schon vergessen. Können wir schon vergessen. Agony ist echt cool. Einmal versuche ich es. Letzter Versuch. Ich meine, wenn es sowieso ausbackt und alles, das ist ziemlich witzlos. Aber einmal versuchen wir es noch. Wir bräuchten irgendwie einen Minotauren und einen Nager irgendwie dazu. Irgendwie zwei zusätzliche. Huh. Ins Hauptmenü bitte. Ich habe ja davor gespeichert. Mein letzter Versuch des Tages, danach höre ich sowieso auf zu streamen. Ja, sehr schön. Optionen. Nee, Quatsch, Optionen. Spiel laden. Lol, nope. Laden wir das mal kurz. Immer diese lustige Singerei. Hey, es hat geladen. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz in unsere Armee. Armee, Troglodyten sind wunderbar so, wie sie sind. Ihr spaltet euch mal bitte auf. Wie kann ich euch aufspalten? Da kann ich euch aufspalten. Eine. Aufspalten. Eine. Aufspalten. Eine. Aufspalten. Eine. Aufspalten. Eine. Es würde uns zwar mega Moral-Minus geben, wenn wir das machen.
Und das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was wirklich funktionieren könnte. Das brauchen wir nicht unbedingt speichern. Das versuchen wir jetzt mal. Schlacht beginnen. Ich hoffe erstmal, dass wir, wenn wir die Schlacht beginnen, keine Einheiten in die gegnerische Festung aufstellen werden. Das wäre schon sehr ärgerlich. Du gehst da runter, du gehst daneben. Und dann klumpen wir die gesamte Einser-Armee mal da oben in die Ecke und hoffen, dass sie irgendwas reißen können. Schlacht beginnen! Da. Der Masterplan. Jawohl, er hat erstmal einen Einser gesappt. Schon mal ein super Anfang. Wie gesagt, das ist zwar Moralminus und so, aber Einser-Zappen kostet uns auf jeden Fall deutlich weniger. Der Klingenmeister bleibt dort in der Ecke kleben, das ist auch sehr gut. Der Druide snipet Witze auf den Einser. Oh, der Druide kann sogar hintereinander stehende wechseln, das wusste ich nicht. Und der Druide hatte außerdem noch einen Lackschott hinterher. Das ist sehr ungemütlich für uns. Dann Dunkelzauber, Agonie, sehr schön, reduzieren wir da mal die gegnerischen Einheiten, dann versuchen wir den dann zu reduzieren, minus 4, minus 0, das wird er wahrscheinlich durch einen Range-Angriff von dem einen, den er noch haben wird, sterben, ja, leider. Moral von den Gegnern steigt natürlich auch wieder. Mit der Moral ist natürlich eine pure Glücksfrage leider. Okay, verteidigen. Damit ist unsere gesamte Armee da oben schon mal weg. Man kann es aber immer noch besser machen, indem wir die Armee einfach nebeneinander aufstellen. Dann würde einer mehr überleben, wenn der Druide angreift. Also falls das ja nicht funktioniert, haben wir tatsächlich noch einen sinnvollen weiteren Versuch, den wir machen könnten. Die beiden da vorne sind jetzt auf jeden Fall erstmal gute Agony-Ziele. Agony ist ausgewachsen, hat keinen Schaden genommen. Immerhin habe ich inzwischen die definitive Bestätigung, dass Agony einfach verdammt verbuggt ist und das einfach nur purer Zufall ist, ob wir Schaden machen oder nicht mit Agony. Anfangs war ich noch etwas in Zweifel, ob ich einfach nur das Spiel nicht richtig verstanden habe, ob da irgendwo ein Problem mit mir war und ich irgendwie nicht gesehen habe, dass da irgendwas war. Aber nein, inzwischen bin ich mir zu 100% sicher, Agony ist verbuggt wie Sau. Okay. Müssen wir nochmal versuchen, weil Agony sagte, nö, mag nicht, darfst das Spiel nicht spielen. So, er setzt einen Einser. Er kommt rüber, Schade, ich dachte, ich könnte die Bewegung vielleicht beschleunigen. Stellt sich in die Ecke. Er kommt rüber. Natürlich erhöhte Moral, der Drecksack. Er setzt einen Einser. Raumriesen-Synergie. Wieder erhöhte Moral. Sheesh. Wir versuchen es einfach erstmal. Zauberbuch. Agony wäre nett, wenn du funktionierst. Ist geprockt. Nö, nur bis 0 Schaden. Die Frage ist, ob das jetzt immer nicht funktionieren wird oder ob das jetzt normal nicht funktioniert. Bugs sind immer besonders schön. Hier rüber. Ich krieg dieses Schloss heute noch. Wir können das schaffen. Ich bin jetzt drauf eingeschossen auf dieses Schloss. Ja, ja, Sepp. Kommt rüber, ihr blöden Feenviecher. Der stellt sich wie immer in die Ecke. Der hat Moralboost und geht deswegen noch ein paar Schritte, die auch so hätte gehen können. Der Bombkast ist dieses Mal deutlich weiter weg. Du kriegst hoffentlich mal keinen Moralboost. Wunderbar, heute mal keinen Moralboost gekriegt. So, dann kann ich nur hoffen, dass Agony funktioniert. Agony. Da oben bitte, bei der Agonie drauf. Macht Schaden. Macht Schaden. Okay. Er verspricht mir schon mal Schaden.
Ist ja grundsätzlich schon mal viel wert. Dann gehen wir wieder auf den Baumriesen, weil der sich am ehesten nähert. Ein Hoch auf Lackschutz. Mit 1er Einheiten. Dürfen wir irgendwie was tun? Dankeschön, Spiel. Piu piu, piu piu, Lasers. Ich finde schön, wie viel Glück diese Scharfschützen da oben haben. Ja, es wird leider noch einer der Scharfschützen draufgehen, natürlich. Und dafür kriegen sie wieder Moralerhöhung. Der Troglodyt steht einfach nur sinnlos in der Ecke rum und verteidigt sich, um ein bisschen zu tanken. Ist eine. Dann noch ein gesappt. Zapp. Okay, okay. Klingmaster laufen. Nicht mehr in Reich. Oh, oh, nein! Nein! Oh. Ist da noch in Reichweite? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ja, die sind noch in Reichweite. Ich kann auch Agony auf alle casten. Dann Agonie auf alle drei. Oh, bitte bug nicht aus. Oh, bitte bug nicht aus. Nein, 0 bis 0. Schaden. Und 0 bis 0. Oh. Spiel. Ernsthaft. Das war jetzt. Das war nicht wahr. Ja, ich lese den Chat nebenbei. Hi, Allison. Du kommst gerade rechtzeitig, um mir dabei zuzusehen, wie ich verzweifle. 12 bis 19. Stirb. Luckshot! Yes! Tot! Sauber. Gute Arbeit, Troglodyten-Team. Wir dürfen sogar nochmal ziehen. Will ich überhaupt nochmal ziehen? Ja, komm schon. Luckshot! Bam! Minus 10! Irgendwann musste das ja mal passieren. Wir haben eine Chance. Wir haben legit eine Chance, die Festung einzunehmen. Eine ziemlich gute sogar. Die Typen sind noch ein Problem. Stimmt, ich habe gerade völlig vergessen, dass die ja auch noch existieren. Dann müssen wir jetzt erstmal Agony machen auf direkt die Klingentänzer. Die Klingentänzer machen, glaube ich, mehr Schaden, aber die sind noch weiter weg. Machen wir Agony jetzt erstmal auf den einen Bogenschützen da hinten. Bitte mach Schaden. Okay. Okay. Töte 2. Okay. Die können wahrscheinlich viel zu weit laufen, von daher. Der wird von Agony getötet. Dann laufen wir weg und hoffen, dass die Klingentypen uns verfolgen werden, damit der weiter aus der Reichweite von meinen Bogenschützen sein wird. Minus 8. Er hat schon wieder keinen Schaden genommen. Agony ist wieder ausgebuggt. Letzte Chance für Heldenaxel, weil wir nur ein Monster haben, ja. Dunkelzauber. Agony. Auf sie. Schieß bitte auf den Klingenmeister. Schon. Bitte, Spiel. Bitte. Es ist die ultimative Chance, dass wir es vielleicht schaffen können. Wir haben das Schloss eingenommen! Wir haben das Schloss eingenommen! Yes! Yes! Oh Gott, das war der größte Abuse der Game-Mechanik aller Zeiten. Schließen. Yes! Das Schloss ist mein! Oh, es ist herrlich. Haben die hier Verteidigungstürme oder sowas gebaut? Ich glaube nicht, ich glaube. Das hätten wir ansonsten gemerkt, wenn die irgendwie Verteidigungstürme gehabt hätten. Die haben noch massig Zeug zu rekrutieren. Sauber, wir können die Stadt halten. Wir können die Stadt halten, wenn er uns angreifen wollen würde. Antwerpen. Wir haben massig Gold. Wir müssen nicht sparen. Wir können leider nichts bauen heute. Ist die falsche Stadt. Ich will hier ins Baumenü bitte reingucken, um zu sehen, wie es mit den Verteidigungsanlagen... Gibt es überhaupt Verteidigungsanlagen? Hat diese
Hat diese Rasse keine Verteidigungsanlagen? Stadtbutter, Magiergilde, Quelle. Wehrtürme, doch da. Ihr könnt heute in der Stadt nicht mehr bauen und die sind scheinbar nicht gebaut, weil ansonsten würde, glaube ich, kein Preis mehr dran stehen. Ne, sind nicht gebaut. Doch hier, Befestigung Stufe 1 haben sie. Rüstet die Stadt im Belagerungsfall mit Wellen und mit einem Tor sowie einer stationären Garde aus Nymphen und Jägern aus. Aha. Das ist also diese stationäre Garde, die dabei gewesen ist. Boah. Boah. Kommt mal mit, Leute. Ihr seid meine Armee, um dieses Schloss hier zu halten. Sie müsste eigentlich wieder nach Hause gehen. Die haben ja doch bestimmt neue Helden anwerben. Irgendein Held, der hier in die Umgebung gehört? Fragezeichen. Den habe ich. Haben wir keinen zur Verfügung? Haben wir keinen zur Verfügung? Natürlich nicht. Die eine Rasse, die wir jetzt gerade bräuchten, haben wir nicht zur Verfügung stehen. Wir könnten uns allerdings jemanden von unserer Rasse nehmen und den hier kämpfen lassen. Ich glaube, wir lassen aber erstmal eine Runde noch unseren Helden hier. Das können wir dann in der nächsten Runde machen. Eine Runde will ich, wenn sie es mit dem verteidigen können. Vorher haben wir noch diesen einen trivialen Feind hier vorne. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hingehen will. Unter Umständen ist hier irgendwer... Der hat auch wirklich nichts dabei. Ich lasse die mal hier stehen. Wir nehmen mal nur die Dryaden mit. Schlacht beginnen, weil den können wir einfach mit Agony eben umnieten. Oh, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir diese verdammte Festung endlich eingenommen haben. So, ja, die Dryaden sind nämlich schneller als er. Perfekt. So habe ich mir das gedacht. Okay, unsere Bogenschützen wären aber auch schneller gewesen. So, snap einmal drauf. Lackshot! Minus 2. Und Agony ist ausgebuggt. Agony hat funktioniert. Minus 7. Ah, sehr gut. Hohe Moral. Lackshot von hinten. Und tot! So sollte das sein. So sollte das sein. Hock! Alle freuen sich. Gegner ist tot. Schließen. Können wir wieder in die Stadt zurücklaufen, nachdem wir das getan haben? Ja, können wir. Perfekt, perfekt, perfekt. Puh, da bleiben wir jetzt, wie gesagt, den restlichen Tag stehen. Für den Fall, dass da noch irgendwo ein anderer Held sein sollte. Der Kollege kann sich weiter hier unten umgucken. Du warst gerade dabei, hier oben Kram zu machen. Das ist ein Stein der Erleuchtung, den kannst du mitnehmen. Okay, wo ist der gegnerische Held? Der ist auf dem Weg zu uns, also der muss bald aus dem Weg geräumt werden. Dafür haben wir ja unser Stadtportal und wir haben hier in der Stadt noch massig Kram, den wir jetzt einnehmen können. Ich hoffe mal, diese Stadt hier bringt viel Geld. Mal ganz kurz gucken, was hier eigentlich ausgebaut ist. Kapitol gibt's nicht, aber Stadthalle gibt's. Sehr schön, sehr schön. Wir haben sowieso schon Kapitol, wir können nicht noch eins bauen, aber wir haben jetzt eine Stadthalle nochmal zusätzlich, also... Goldeinnahmen, Goldeinnahmen, Goldeinnahmen! Das war's für heute auf jeden Fall mit dem Stream. Ich wollte schon vor einigen Minuten aufgehört haben, aber dieser Kampf hat ja so lange gedauert und dann wollte ich erst, wenn es noch die Runde zu Ende gemacht habe. Wir machen einen Spielstand an dieser Stelle. Speichern. Speichern. Okay. Also dann, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Stream. See ya!